meine, wenn Grüne eins können, dann arbeiten. Wenn du denkst, es kann nicht mehr schlimmer kommen, kommen die Grünen und stellen ihre Kandidaten für den neuen Parteivorstand vor. Sind es eigentlich noch die Grünen oder ist es schon Bündnis Robert Habeck? Das ist eine berechtigte Frage. Und heute steht der Elefant hier im Raum, wirklich sprichwörtlich. Ich zeige euch die krassesten Aussagen der beiden Kandidaten für den Parteivorsitz der Grünen. Ob sie Gegenkandidaten bekommen, wissen wir noch nicht. Also ob es am Ende überhaupt eine Wahl gibt oder ob quasi jetzt Banatschak und Brandner, Franziska und Felix, also FF und BB oder wie auch immer man das Duo jetzt benennen will, sie wollen die Grünen hier aus der Misere führen. Zuerst einmal aber herzlich willkommen bei Politik mit Kopf. Am Anfang habt ihr ihn schon gesehen, Felix Banatschak, derjenige, der hier über das Arbeiten sprechen möchte, vor allem über das Arbeiten von Mitgliedern der Grünen Partei. Aber es gibt sie auch noch, die Franziska Brandner, die kommt ein wenig danach, denn sie ist inzwischen Staatssekretärin bei Robert Habeck und somit quasi wirtschaftlich abhängige Beschäftigte von Robert Habeck. Sie soll jetzt hier den Parteivorsitz übernehmen, sicher, damit Robert freie Bahn hat. Aber wir schauen uns hier nochmal an, was Herr Banatschak noch gesagt hat in der ganzen Aussage. Zwei Leute neu in einen Parteivorsitz zu wählen, ist noch keine Strategie. Wir haben jetzt Arbeit vor uns. Und ich meine, wenn Grüne eins können, dann arbeiten. Wenn Grüne eins können, dann arbeiten. Dann schauen wir doch mal, wie Herr Banatschak arbeitet, wenn es schon etwas später ist im Plenarsaal. Es ist noch vor 23 Uhr und seine 4 Minuten Redezeit verkürzt er auf 4 ganze Sätze. Und er feiert sich dafür, dass er quasi sich hier als Abgeordneter vor seiner Arbeit drückt. Zu der Arbeit gehört auch, seine Reden im Deutschen Bundestag zu halten. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, wer belastet so spät den Bundestag? Es ist die Fraktion, die keiner mag. Sie stellt einen Antrag, dem du nicht entkommst. Wir lehnen ihn ab. Ja, was denn auch sonst? Einen schönen Abend noch. Das ist das Arbeiten von dem neuen Bewerber für den Parteivorsitz der Grünen. Viel interessanter ist jetzt aber auch noch Frau Brandner, diejenige, die es befürwortet, dass auch der Bundestag voller Analphabeten sitzen kann, dass es da überhaupt kein Problem gibt. Selbst wenn eine deutsche Staatsbürgerin, ein deutscher Staatsbürger nicht des Lesens mächtig sein sollte, hat er alle Möglichkeiten, auch in diesem Deutschen Bundestag zu sein, weil wir hier eben nicht darauf setzen, dass jemand irgendeine Art von Bildungsabschluss haben muss, sondern hier ist der Ort der Demokratie, die diesen Bundestag, der repräsentiert die Bevölkerung. Und das soll die neue Spitze der Grünen geben, genau mein Humor. Das Parlament, das die Gesetze beschließt, die in diesem Lande gelten, wird dann besetzt von Leuten, die weder lesen noch schreiben können. Genau mein Humor, Leute. Das ist die grüne Ideologie, das ist die grüne Blase. Sie wollen niemanden ausschließen und doch muss man sagen, für gewisse Berufe in diesem Land gibt es Ausschlusskriterien. Es kann auch nicht jeder Bundespräsident werden. Da gibt es auch 1-2 kleine Formalien in diesem Land, die man mit gewissem Alter dann auch spielend erfüllen kann. Aber das sind die beiden neuen Kandidaten. Franziska Brandner arbeitet im Wirtschafts- und Klimaministerium als Staatssekretärin unter Robert Habeck. Natürlich ist sie auch Abgeordnete des Deutschen Bundestages und kassiert hier doppelt. Herr Banatschak ist jetzt Abgeordneter im Deutschen Bundestag und kassiert dort nur einfach. Ist genauso eine arme Kirchenmaus, wie Ricarda Lang eine arme Kirchenmaus gewesen ist. Keine zusätzlichen Einnahmen sind hier vorhanden. Aber sie reden davon, dass sie arbeiten können und zeigen dann zugleich, dass sie lieber faul sind und noch nicht mal 4 Minuten der AfD Paroli bieten wollen, sondern einfach sich zum Gelächter des Hauses machen. Wohlgemerkt dem Hohen Hause, in dem inzwischen vieles läuft, was nicht mehr dazu passt. Aber das ist eine ganz andere Geschichte. Noch viel interessanter ist ja, dass diese beiden Personen hier noch nie in ihrem Leben in der freien Wirtschaft
gearbeitet haben. Ich habe zwar auch 7 Jahre im Deutschen Bundestag gearbeitet, aber habe auch 6,5 Jahre davor außerhalb in der freien Wirtschaft gearbeitet. Diese beiden Kandidaten hier, die sind genau das, was man nicht möchte in diesem Land. Das sind Berufspolitiker vom Abitur direkt in die Politik. Ausbildung ist nicht so wichtig, hat uns Frau Brandner eben nochmal gesagt. Nicht nur die Bildung ist nicht so wichtig, wir müssen noch nicht mal lesen können, ob da draußen dran steht, dem deutschen Volke oder der Bevölkerung. Wir wissen es nicht, wenn wir nicht lesen und schreiben können und dennoch dann Mandatsträger im Hohen Hause, dem Deutschen Bundestag sein sollen. Da denkt man immer, es geht nicht schlimmer, Nuripur und Lang, sie sind jetzt weg. Und dann kommen die Grünen und präsentieren hier zwei Kandidaten, die am Ende noch viel schlimmer sind als das, was man vorher hatte. Wenn man das Ganze jetzt realistisch betrachtet und sagt, Nuripur und Lang war das Projekt U10, also unter 10%, erfolgreich abgehakt. Jetzt hat man dann das Projekt U5 eingeleitet und sucht dafür neue Bewerber. Und weil das Ganze so schön war mit dem Zurücktreten von Ricarda Lang und von Omid Nuripur, gibt es jetzt hier das Zitat der Woche sozusagen zu diesem Rücktritt. Ich zitiere, Ricarda war einfach nicht mehr tragbar. Sie wird dennoch eine große Lücke hinterlassen. Die fetten Jahre sind für die Grünen vorbei. Das ist ein schönes Zitat, das durch das Netz geistert. Ich weiß nicht, wer der Verfasser davon ist, aber besser kann man hier den Nagel sozusagen gar nicht auf den Kopf treffen. Aber die Grünen, sie wissen ja, wie man arbeitet. Wenn für sie Arbeit ist, Steuergeld ins Ausland zu transferieren, dann können das die Grünen sehr wohl. Wenn es aber bei Arbeit darum geht, etwas zu erwirtschaften, wo dann der Staat, also die Mandatsträger, die die Regierung gewählt haben, die den Staat repräsentieren, wenn die dann kommen und 42% wegnehmen und noch Sozialabgaben wegnehmen, dieses Arbeiten ist den Grünen wohl fremd. Oder wisst ihr noch, was Frau Lang vorher gemacht hat? Soweit ich weiß, kam sie doch ohne Job in den Bundestag. Aber bevor ich jetzt hier was Falsches sage, ich habe nicht nachgeguckt vor dem Video, mea culpa. Wir wissen auf jeden Fall, Frau Brandner, die habe ich 4 Jahre erleben dürfen als Ausschussmitglied im Ausschuss für die Angelegenheiten der Europäischen Union. Damals, wo Anton Hofreiter noch kein Vorsitzender war, damals war es noch Gunter Kriechbaum von der CDU-CSU, auch ein ganz, ganz gewiefter Unionspolitiker. Wenn man dann versucht herauszufinden, wie sie ihre Termine gestalten in Brüssel, dann fällt auf, dass da ganz viele Politiker in Brüssel in der gleichen Studentenverbindung in Luxemburg angemeldet sind. Das ist aber nur ein kleines Randdetail bei Gunter Kriechbaum, wenn er dann immer wieder mit Reisen kam. Das ist wirklich eine ganz eigene Persönlichkeit, die uns in der nächsten Legislatur mit Sicherheit wieder belästigen wird, wenn die unionsgeführte Regierung dran ist, so wie dann Herr Kiesewetter oder Herr Röttgen, die ganzen Nervtöter der Union, uns dann wieder belehren wollen, Tag ein, Tag aus. Ich glaube nicht, dass die CDU jetzt auch anfängt, sich zu konsolidieren, wie es die Grünen hier machen. Bündnis Robert Habeck und der Rest geht zu den Linken und zu den Roten. Wäre eine Möglichkeit, sie müssten sich nur einig werden, wie man das Vermögen der Grünen Partei hier aufspaltet. Ich bin aber gespannt auf deine Meinung. Siehst du das genauso wie ich? Schlimmer geht immer und die Grünen machen vor, wie schlimmer ganz einfach geht. Dann schreib mir mal einen Kommentar unter dieses Video, abonniere doch vielleicht diesen Kanal und schau mal beim Messerradar vorbei. Das ist der neue Kanal für die Messerinzidenz in Deutschland. Für alle, die immer noch glauben, es sind nur Einzelfälle. Nein, das sind nicht nur Einzelfälle. Das ist inzwischen ein Muster, ein eingewandertes Muster. Schaut mal auf diesem Kanal vorbei, dann werdet ihr das relativ schnell feststellen. Damit sage ich ciao, bis bald.